Amerika trauert um einen Helden. Er war vielleicht nicht das, was man hierzulande als großen Sportler bezeichnen würde, aber in den USA war er ein Superstar. Der Profi-Wrestler Owen Hart, besser bekannt als Blue Blazer, stürzte vor einem Kampf in den Tod. Der 33-Jährige sollte spektakulär von der Hallendecke in den Ring abgeseilt werden, als sich noch aus ungeklärter Ursache ein Sicherungsmechanismus löste. Hart fiel aus 30 Metern Höhe auf eine Metallwinde neben dem Ringboden und starb noch in der Halle. Bei einer Trauerfeier flossen die Tränen bei Fans, Freunden und Konkurrenten. Und diesmal war es keine Show.